und herzlich willkommen zu Schlauer in 5 Minuten. Mein Name ist Lena Ganschow und ich bin Diplombiologin und Wissenschaftsjournalistin. In diesem Wissenschaftsjahr geht es erstmals darum, was ihr wissen wollt. Eure Fragen sind das zentrale Thema und ich habe 5 Minuten Zeit bekommen, um so viele wie möglich davon zu beantworten. Also los geht's. Wieso ist Biodiversität wichtig für uns Menschen? Biodiversität ist ja schon eher ein sperriges Wort. Und dann kommt auch noch dazu, dass es auf unterschiedliche Dinge bezogen werden kann. Aber letztlich bedeutet Biodiversität Vielfalt, also viele verschiedene Arten, sprich Bakterien, Algen, Pilze, Pflanzen, Tiere und davon unterschiedliche, Nashörner, Elefanten, Affen. Wir Menschen gehören auch dazu. Dann viele verschiedene Individuen innerhalb dieser Arten mit unterschiedlichem Erbmaterial und viele verschiedene Lebensräume, Flüsse, Meere, Ozeane, Wüsten, Wiesen oder Wälder. All das macht Biodiversität aus. Und jetzt kommt's, sie sorgt dafür, dass das Ökosystem Erde überhaupt funktioniert. Durch Vielfalt, und zwar nur dadurch, gibt es auf diesem Planeten klares Wasser, saubere Luft, fruchtbare Böden, Wirkstoffe für Arzneien, Nahrung. Im Umkehrschluss heißt das dann aber eben auch, wenn die biologische Vielfalt leidet, etwa weil Wälder gerodet werden oder gar Arten aussterben, wird das fein abgestimmte Zusammenspiel, das zu all diesem Guten führt, gestört und kann sogar komplett versagen. Biodiversität ist für uns Menschen also nicht nur wichtig, sondern sogar überlebenswichtig. Warum kann man sich zum Wachbleiben zwingen, aber nicht zum Schlafen? Dass wir nicht einschlafen können, kann mit allem Möglichen zusammenhängen. Zu warme Bude, zu kalte Füße, zu hell, zu laut, schlechte Luft, zu viele Sorgen. Es fehlt, wie Fachleute sagen, einfach der Schlafdruck, die körperlich bedingte Schläfrigkeit. Wann genau dieser Zustand erreicht ist, ist individuell sehr unterschiedlich. Aber passieren tut dabei letztlich immer das Gleiche. Unser Gehirn schüttet ein Hormon aus, Melatonin. Und das setzt uns nach und nach auf Sparflamme. Atmung und Puls werden langsamer, der Blutdruck sinkt und unsere Körpertemperatur auch. Und genau in dem Moment, in dem wir am schnellsten abkühlen, knacken wir weg. Schlafen geht also nicht dann, wenn wir das wollen, sondern wenn unser Körper bereit dafür ist. Wieso ist es nicht möglich, dass der Mensch mit weniger Schlaf auskommen kann? Also kurzfristig geht das natürlich schon mal mit weniger Schlaf, klar. Aber richtig gut fühlt sich ja selbst das nicht an, oder? Konzentrieren ist schwierig, wir sind schneller genervt, einfach schlechter drauf. Um die volle Leistung zu bringen, ist genügend Schlaf für uns Menschen essentiell. Genauso wie gesundes Essen, Trinken, Atmen. Wir brauchen unseren Schlaf, um zu regenerieren, um unser Gehirn instand zu setzen, fürs Gedächtnis und um widerstandsfähig zu bleiben. Wenn wir unserem Körper dagegen dauerhaft zu wenig Ruhe gönnen, steigt das Risiko für Unfälle und Erkrankungen. Mit anderen Worten, das ist richtig gefährlich. Wie kommunizieren Bäume untereinander? Kleiner Spoiler, das verstehen wir noch nicht so wirklich, also maximal bruchstückhaft. Denn Bäume kommunizieren lautlos und unsichtbar, zum Beispiel über so eine Art WLAN. Nehmen wir mal eine Eiche, die von Schädlingen befallen ist. Die produziert daraufhin bestimmte Duftstoffe, die sie an die Luft abgibt. Diese Botschaften werden dann mit dem Wind zu umstehenden Bäumen getragen und lösen dort eine Schutzreaktion aus. Und das, obwohl diese Bäume selbst ja noch gar nicht befallen sind. Die ausgesandten Stoffe sind also sowas wie ein Warnsignal. Und das kann zusätzlich auch noch via Netzwerk rausgehen. Denn die Bäume auf der windabgewandten Seite sollen ja schließlich auch Bescheid wissen. Dafür nutzt unsere Eiche ihren guten Draht zu Pilzen. Im Boden stehen Baumwurzeln nämlich in engem Kontakt mit Pilzfäden, vor allem um Nährstoffe auszutauschen. Aber über diese Verbindungen, die sich als riesiges Geflecht kilometerweit durch den Waldboden ziehen, können Bäume offenbar auch Signale an andere Bäume senden. Manche nennen dieses Netzwerk deshalb auch das Wood Wide Web. Wieso wirken sich Waldspaziergänge positiv auf die Gesundheit aus? Also zum einen ist es die damit verbundene Bewegung, aber auch das Setting selbst. Dadurch, dass Bäume nämlich zum Beispiel gigantische Sauerstoffproduzenten sind und außerdem enorm effektiv Schmutz aus der Luft filtern können, ist deren Qualität im Wald einfach sehr, sehr gut. Tatsächlich enthält Waldluft bis zu 90% weniger Feinstaub als Stadtluft.
Darüber hinaus wirken sowohl das gedämpfte Licht als auch die Farben im Wald entspannt. Statt nervigem Zivilisationslärm gibt's Vogelgezwitscher und Blätterrauschen. Und gut riechen tut's im Wald ja dann auch noch. All das wirkt nachweislich erholsam und macht uns ausgeglichener und konzentrierter. Puls und Blutdruck gehen runter und die Menge an Stresshormonen im Blut auch. Körpereigene Killerzellen, das sind die guten, gibt es nach einem Waldbesuch dagegen mehr. Unser Immunsystem wird gestärkt. Also ab nach draußen und weiter viel Freude beim Schlauerwerden. Tschüss!